Hey guys, this is gonna be a video where I ask my dad some questions. You guys ask me in the comments and on Instagram, blah blah blah. But it's gonna be on Swiss German, so if you don't watch Swiss German or you can't understand it, just don't watch it and come back in the next video. Thanks. Okay, herzlich willkommen da zu einem neuen Video. Mein erstes Video auf dem Kanal auf Schweizerdeutsch. Ich bin da mit meinem Dad. Ciao, bis dann. Hi. Ich habe heute ein paar Fragen gefunden von euch, die ihr meinem Dad gestellt habt. Und doch, sicher schon ASMR. Mach auch mal ASMR. Nein, ich will nicht. Ich will keinen Hunger. Fürs Video. Mach auch. Jemand fragt, was ist das Nervigste an mir? Chatterboxfisch. Quatschtante, immer am Plaudern. Hast du dir mal überlegt, eine Schule zur Adoption freigegeben, weil er dich genervt hat? Nein, das habe ich noch nie. Nein. Die Mund auf den Schiessen hätte ich vielleicht schon ein paar Mal können. Der Sebi sagt, ey, ciao, was läuft? Ja, ist gerade richtig. Frühling oder Herbst? Frühling. Wieso? Weil ich deinen Geburtstag habe. Ich kann dann nicht schnaufen. Das ist nicht mein Problem. Wie findest du die Jugend von heute? Eigentlich ganz anständig, soweit. Die Generation vor uns war schlimmer. Party machen im Club oder an eine Homeparty gehen? Also wir sind immer in den Club gegangen. Bin ich ein disappointing son? Ich weiss das Wort nicht auf Deutsch. Bin ich eine Enttäuschung? Nein. Manchmal. Manchmal. Wie war es? Manchmal bist du eine Täuschung, keine Enttäuschung. Manchmal mache ich Täuschung, gell? Yeah. Genau. Wortspiel 101 with him dad. Migros oder Coop-Kind? Coop. Auto oder Flugzeug? Flugzeug. Berge oder Sandstrand? Sandstrand. Meer oder See? Meer. Stadt oder Landschaft? Stadt. An einem Tag 20 km joggen oder an einem Tag gemütlich in einem Bootshaus chillen? Das eine ist gar keine Option. Ist jetzt auch in den Sinn gekommen. 20 km joggen? Bin ich tot? Genau, jemand hat noch gefragt, was du bereut hast an deiner Jugend. Es muss nicht etwas sein, was du gemacht hast oder bereust, sondern vielleicht auch etwas, was du nicht gemacht hast oder einfach, wo du jung warst. Ich sollte nie bereuen, es lohnt sich doch nicht. Tag reinleben. Das nicht bereuen nützt nichts, dann muss man es halt später machen. Was ist das Erste, was du machen wirst, das Erste Grosse, sobald meine Schwester und ich von zu Hause ausziehen und ihr wieder das Haus für euch allein habt? Möbel rausrühren und neu möblieren. Würdest du gerne wie die Frau dort auf einem Pferd reiten? Ja. Ist zwar ein Mann gewesen, aber ist okay. Okay. Kann ich dich etwas fragen? Kanada oder Amerika? Kanada. Und mit Amerika meint der USA, für die, die es nicht checken. Also, stopp, ich muss es spezifizieren. Zum Wohnen, jetzt USA. Aber zum später, wenn ich erwachsen bin, so wie du und eine Familie hätte, also dann Kanada. Gerade jetzt zum Wohnen ist Kanada sicher besser, es ist ein bisschen weniger Corona. Ja, aber ich meine jetzt in meinem Alter, so in den Teenage-Jahren oder wenn ich 20 bis 30 bin, in den USA. Weiss aber... oder schwarz? Schwarz. Gross oder klein? Gross. Handball oder Fußball? Handball, ganz klar. Okay, hast du eine Freundin? Nein. Sicher? Ja. Was ist das perfekte Alter, oder wie alt willst du werden? So das perfekte Alter, wenn jetzt gesundheitlich und so alles okay ist. Keine Ahnung. 150. Was willst du mal im Leben werden? Reich. Nein, Was ist reich für dich? Was ist reich für mich? Nein, ich will nicht unbedingt reich werden, doch eigentlich schon. Ich will einfach irgendetwas können erreichen, wo ich stolz drauf bin. Und sagen kann, dass ich trotzdem irgendetwas geschafft habe. Dass ich nicht ganz so ein
schlimmer Ding bin. Nein, kann ich. Ich will etwas erreichen, wo mir Spass macht. Einfach ein Leben haben mit viel Freude und wenig Regrets. Du kannst die Moderation machen. Bitte, sei einfach so, danke fürs Video schauen, Like da lassen und abonnieren und schreibt etwas in die Kommentare und ja. Meldet euch nicht mehr, schaut die Videos nicht und lasst schon lernen, damit ihr im Studium nachher gut wird sein. Und das war es mit dem Video, danke fürs Schauen.